Ja, guten Tag. Wir befinden uns hier bei der Firma Enk oder Hubert Enk Kunststoffverwertung in Gescher. Mein Name ist Josef Kötting. Ich bin hier technischer Betriebsleiter. Die Firma Enk Kunststoffverwertung gibt es seit dem Jahre 1992. Seit 2010 gibt es eine Sortieranlage. Dann ist ja 2018 das neue Verpackungsgesetz rausgekommen. Seit 2019 haben wir die neue Anlage in Betrieb genommen. Wir sind dann Ende 2017 schon auf den Markt gegangen, haben gesucht nach Maschinentechnik, die wir einsetzen können, Sortiertechnik, Siebtechnik und so weiter. Wir sind dann auf die Firma Günther gestoßen. Ich habe ein Video gesehen bei YouTube, wo diese Splitterwellen lief. Wir haben uns entschieden, dass das könnte das Richtige sein. Sind dann auf die Firma Günther zugegangen. Die haben uns dann Versuchsanlagen zur Verfügung gestellt, die wir hier getestet haben. Und haben uns dann entschieden, dass das richtige Aggregat für die Vorsiebung ist, für die Trennung ist. Die Firma Günther hat dann für uns das ganze Engineering gemacht, die Anlagenkomponenten zusammengestellt, den ganzen Stahlbau geplant, Förderbänder, Laufwege und so weiter. Die größte Herausforderung war natürlich der Zeitplan. Da mussten die Rädchen schon gut ineinander drehen. Und das haben wir mit der Firma Günther ja, problemlos hinbekommen. Wir haben eine Halle von 2400 Quadratmeter, 40 mal 80 Meter lang. In dieser Halle sind Förderbänder verbaut worden, ca. 110 Tonnen Stahl, 200 Treppenstufen sind installiert worden, 600 Meter Geländer, also ein Riesenbauwerk. Ein Familienbetrieb, genauso wie die Firma Enk Kunststoffverwertung. Das hat ganz gut zusammengepasst. Wir hatten kurze Wege, konnten schnelle Entscheidungen treffen. Ansonsten wäre es auch gar nicht möglich gewesen, in so kurzer Zeit so eine Anlage aufzustellen, aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. Ich würde schon sagen, dass sich die Firma Enk und die Firma Günther gefunden hat und eine äußerst positive Zusammenarbeit gestaltet hat. Aus diesem Grunde können die Firma Günther guten Gewissens weiterempfehlen.